Hallo ihr Lieben und willkommen zum dritten Teil schon von meiner Bookshelf-Tour. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt. Heute geht es weiter mit den pinken und lilanen Büchern. Und ja, ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß. So, heute geht es hier oben weiter. Wir fangen hier an und gehen dann hier die pinken Bücher durch und auch noch die lilanen. Und ich glaube dann die anderen, die blauen, kommen dann in Part 4. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt hier oben. Okay, starten wir mit den ein paar Büchern noch auf dieser Seite. Hier ganz links steht Wir sind das Feuer. Und die Reihe hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Zumindest der erste Teil, glaube ich. Ist schon eine Weile her, dass ich sie gelesen habe. Aber ja, fand ich ganz gut. Ich finde, es ist ein bisschen zu wenig passiert. Also es hätte noch ein bisschen mehr passieren können generell. Aber ich habe es sehr gerne gelesen und der Schreibstil war auch wirklich toll. Dann habe ich hier One True Queen, den zweiten Teil der Reihe. Ich fand den zweiten leider deutlich schwächer als den ersten. Der erste hat mir noch richtig gut gefallen. Es ist halt ein Fantasy-Buch. Ich bin richtig gut in die ganze Welt so eingetaucht. Und im zweiten Teil gab es dann meiner Meinung nach einige Längen. Aber trotzdem kann ich die Reihe eigentlich noch empfehlen. Dann habe ich hier The Right Kind of Wrong von Jennifer Bright. Das fand ich auch sehr gut. Ich war sehr positiv überrascht auf jeden Fall. Es ist ja jetzt auch das neue Buch von ihr erschienen. Beziehungsweise es wird bald erscheinen, genau. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich drauf. Und hier ganz links habe ich noch, und ich habe dich doch vermisst, ein Buch, das mich wirklich sehr überrascht hat. Die CBT-Bücher, sag ich mal, also ich fühle mich einfach mittlerweile ein bisschen zu alt für die Bücher. Aber bei dem hier habe ich trotzdem wirklich Spaß beim Lesen gehabt und ich war sehr positiv einfach generell überrascht von dieser Geschichte. Dann rutschen wir jetzt mal hier rüber. Okay, fahren wir hier ganz links fort. Hier haben wir einmal die ersten beiden Teile von der Götterfunke-Reihe. Den dritten Teil habe ich auch gelesen, aber den habe ich nicht hier. So sehen die Cover aus. Eigentlich echt schön. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen damals. Ich weiß nicht, wie mir die Reihe jetzt gefallen würde, aber ich habe sie auf jeden Fall sehr, sehr gerne gelesen. Und ja, ich mag einfach so Geschichten mit Göttern, griechische Mythologie und so eigentlich sehr gerne. Dann haben wir hier Berühre mich nicht von Laura Kneidl. Da hat mir der erste Teil deutlich besser gefallen als der zweite. Ich kann den Hype nicht, also ich finde es okay, ich fand es gut, aber ich fand es jetzt nicht herausragend. Dann habe ich hier Prince Charming, das ist auf Englisch und hat mir wirklich sehr gut gefallen, mochte ich sehr gerne. Ich mag einfach so Royal-Geschichten eigentlich sehr gern und ja, das Englisch ist auch wirklich sehr gut verständlich. Dann haben wir hier Red, White and Royal Blue, ebenfalls Royal und ebenfalls auf Englisch. Das ist allerdings vom Englischen her deutlich schwieriger, da es wirklich so ein bisschen auch ins Politische geht und ja, man da vielleicht ein paar Schwierigkeiten hat, wenn man sich da nicht so ganz sicher fühlt. Aber es lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Das Buch gibt es tatsächlich mittlerweile auch auf Deutsch, von daher, falls ihr es lieber auf Deutsch lesen möchtet, könnt ihr das auch tun. Dann haben wir hier Verity und Verity haben bestimmt von euch einige schon gelesen und ich fand es einfach nur grandios. Es war was ganz anderes. Es war ein Buch, was ich so von Colleen Hoover nicht erwartet hätte. Es ging irgendwie so ein bisschen auch so in diese Psycho-Thriller-Richtung. Es war auf jeden Fall spannend bis zum Schluss und mal was ganz anderes. Hin und nicht weg war für mich so eine richtige Wohlfühlgeschichte. Es spielt eben so auf dem Land und ja, hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Es geht auch, glaube ich, um einen Tierarzt, falls ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, genau. Dann haben wir hier ein Buch, A Quiet Kind of Thunder. Und das habe ich schon wirklich jahrelang hier stehen. Und ich habe es auch schon vor Jahren gelesen. Es hat mir damals auch sehr, sehr gut gefallen. Die Hauptprotagonistin ist, Diagnose spricht nicht. Und der Hauptprotagonist kann nicht hören. Und es war auf jeden Fall eine sehr interessante Mischung. Und damals hat es auch so Ella, also Zoe, eben empfohlen. Und deshalb habe ich es mir auch zugelegt. Und ja, hat mir auf jeden Fall damals sehr gut gefallen. To All the Boys I've Loved Before, ich glaube, da muss ich nicht mehr zu viel dazu sagen. Ich glaube, das kennt jeder. Ich fand die Bücher wirklich toll. Ich habe alle drei auf Englisch gelesen, sind sehr gut verständlich. Und auch die Filme, da kenne ich bisher immer noch den ersten nur. Ich muss jetzt langsam echt mal den zweiten und den dritten schauen, der jetzt auch gerade rausgekommen ist. Aber ja, die Reihe fand ich einfach wirklich toll. Ich fand den zweiten Teil, der war etwas schwächer. Der dritte wurde dann aber wieder besser.
Dann The Black Flamingo, ebenfalls ein englisches Buch. Da liebe ich dieses Cover mit dieser Goldprägung oder Goldfolie drauf. Sieht einfach wunderschön aus. Und ja, es geht einfach um die Themen Identität. Es ist ein queeres Buch, sag ich mal. Und ja, ich fand es einfach toll, hat mir sehr gut gefallen. Und was man da vielleicht noch sagen sollte, es ist eben auch so in Versen geschrieben. Also jetzt nicht nur reiner Textblock. The Kissing Booth, da habe ich tatsächlich nur den Film gesehen und nicht das Buch gelesen, aber den Film fand ich wirklich ganz süß. Dann Too Good to be True. Das ist eine Reihe, die Woodland Academy Reihe, und es gibt mittlerweile 4 Teile, beziehungsweise 3, und der 4. ist dann wieder so ein bisschen eine neue Geschichte, aber eben trotzdem in der Woodland Academy, bloß halt in einem therapeutischen Sommercamp, sag ich mal. Und mir die Reihe wirklich gut gefallen. Ich fand, sie wurde wirklich mit Band zu Band besser. Als wenn euch der erste Teil noch nicht ganz so zugesagt hat, versucht trotzdem noch den zweiten, vielleicht gefällt euch der dann besser. Dann haben wir hier die True North Reihe, die habe ich ja schon bei meinen New Adult Highlights erwähnt. Mir gefällt diese Reihe wirklich unglaublich gut, vor allem Teil 4, 5 und 6, also die mit den Pastellcovern, die fand ich wirklich von der Geschichte nochmal in ganzer Schippe besser als die ersten drei, und es lohnt sich auf jeden Fall, da mal einen Blick reinzuwerfen. Genau, dann haben wir hier Wo mein Herz liegt, das ist eine Dilogie. Hier ist der zweite Teil, den hole ich jetzt einfach auch schon mal raus. Haben mir beide sehr gut gefallen, war ich auch sehr positiv überrascht. Die Protagonistin ist dann auch ziemlich jung. Ich glaube, sie war 18, 19 oder sowas. Aber die Geschichte war wirklich, wirklich toll, sehr emotional und ja, hat mich positiv überrascht auf jeden Fall. Dann geht es hier weiter mit einem englischen Buch, Field Notes on Love. Die Geschichte hat sich einfach so süß angehört. Es geht um einen Trip im Zug, glaube ich. Und dort treffen sich dann die Protagonisten, genau. Fand ich eine richtig tolle Idee. Von der Umsetzung fand ich es nicht ganz so gut, aber es war auf jeden Fall süß für einfach zwischendurch zum Lesen. Dann habe ich hier den ersten Teil von der Wilde Hühner-Reihe. Ich habe die Reihe tatsächlich nie gelesen, außer diesen Teil hier. Ich habe die Filme natürlich gesehen und war auch großer Fan oder liebe die Filme auch immer noch eigentlich. Aber weil die Reihe neu illustriert wurde, dachte ich mir, ich lege mir den ersten Teil mal an. Und ich fand ihn auch wirklich toll. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht zu lesen. Ich kann euch ja einmal so ein Beispiel zeigen von so einer Illustration. Hier zum Beispiel. Und ja, da gibt es auch die weiteren Teile, die wurden ebenfalls neu illustriert. Dann Feel Again, das ist ja mein Lieblingsteil von der Again-Reihe, habe ich sehr, sehr geliebt. Ich fand Isaac einfach einen tollen Protagonisten. Dann haben wir hier den dritten Teil von To All the Boys I've Loved Before. 10 Blind Dates für die große Liebe. Das ist ein Buch, das hat mich tatsächlich sehr positiv überrascht. Ich habe das lange hier zu Hause auf meinem Sub liegen gehabt und irgendwie habe ich mich nicht dran getraut, weil ich einfach wirklich keine Motivation hatte, es zu lesen, weil ich einfach erwartet habe, dass es mir nicht ganz gut gefallen würde. Aber ich habe es dann im Dezember gelesen, weil es spielt nämlich um die Weihnachtszeit rum, und ich war so positiv überrascht. Ich habe die Geschichte wirklich super gern gelesen. Es geht eben darum, dass die Protagonistin wird von ihrem Freund sitzen gelassen sozusagen, und dann kommt sie zu ihrer Großfamilie und die beschließen dann, dass jeder aus der Familie sich sozusagen ein Blind Date für sie aussuchen darf. Und sie muss dieses Date dann eben antreten, egal was es ist und mit wem es ist und so weiter. Und es war wirklich sehr, sehr cool umgesetzt und ja, kann ich wirklich nur empfehlen. Stepbrother Dearest, das habe ich tatsächlich auch schon seit Jahren hier stehen und das habe ich auch schon vor Jahren gelesen. Damals fand ich es echt gut. Kann ich jetzt einfach nicht mehr so viel zu sagen. Das ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Und hier ganz rechts haben wir noch Applaus für Lola. Das ist, glaube ich, der vierte Teil, soweit mich nicht alles täuscht. Das ist auch der einzige von der Reihe, den ich hier noch habe. Ich liebe die Reihe. Ich habe die früher wirklich so gefeiert. Ich habe die wirklich weggesuchtet. Und ja, irgendwann hatte ich neulich nochmal Lust auf Lola. Deshalb habe ich mir das dann bei, keine Ahnung, Rebuy oder so bestellt. Aber ja, wenn ihr die Reihe noch nicht kennt oder irgendwie auch Geschwister oder einfach generell Kinder kennt, keine Ahnung, Alter, ich weiß nicht, wann ich die gelesen habe, vielleicht 10 bis, keine Ahnung, 8 bis 12, ich weiß nicht. Auf jeden Fall wirklich, wirklich toll. Einfach toll. So, jetzt gehen wir ein Regal tiefer. So, jetzt sind wir ein Regalbrett tiefer. Die Bücher ganz links hole ich jetzt nicht raus, weil das ist immer so ein Gewurschtel. Auf jeden Fall steht hier ganz links The Light in Us. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, Emma Scott schreibt einfach wirklich, wirklich tolle, ergreifende Bücher. Dann haben wir hier Up All Night von April Dawson. Das hat mir ebenfalls sehr gut gefallen. Da gehen die Meinungen ja wirklich ein bisschen auseinander, was ich auch verstehen kann. Aber ich fand es, war wirklich einfach gut unterhaltend.
Dann haben wir hier Zwei Brüder plus ich gleich Chaos von Miranda J. Fox. Das war eines, ich glaube, das war sogar das erste Buch von der Autorin, das ich gelesen habe. Und ich war so positiv überrascht. Das habe ich wirklich nicht erwartet, dass mir die Bücher so gut gefallen würden. Und seitdem habe ich tatsächlich, glaube ich, auch jedes, das von ihr neu erschienen ist, wirklich sehr geliebt. Dann haben wir hier noch Save Me From The Night von Kira Moon. Ich weiß gar nicht genau, welcher Teil das ist, ob es der zweite Teil von dieser Reihe ist. Hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Den dritten Teil wollte ich eigentlich auch noch lesen, aber bin ich da bisher einfach noch nicht dazu gekommen. Dann haben wir hier Brillen. Die tue ich mal weg. Dann geht es hier weiter mit Für immer dein von Emma Wagner. Das war auch ein ziemlicher Schinken und auch wenn mir das Cover wirklich nicht so zusagt, hat mir das Buch tatsächlich eigentlich gut gefallen. Schicksalsbringer, das war so eine, ich weiß auch nicht. Ich finde, es war manchmal, ich kann mich gar nicht mehr 100% dran erinnern, aber ich glaube, es war manchmal etwas kompliziert. Also manchmal habe ich, glaube ich, nicht mehr so ganz verstanden, um was es so wirklich ging. Vor allem dann im zweiten Teil. Aber ja, wenn ihr Fantasy oder Romantasy mögt, ist das, glaube ich, vielleicht eine ganz gute Geschichte. Anna and the French Kiss, auch ein Buch, von dem ich sehr positiv überrascht war. Ihr seht, es gibt einige, wo ich keine hohen Erwartungen habe und dann plötzlich überraschen sie mich trotzdem. Ist auf Englisch und den zweiten Teil habe ich hier auch schon stehen oder den dritten, ich weiß gar nicht, den Lola. Ja, ich glaube den zweiten. Und den muss ich jetzt auch endlich wirklich bald mal lesen. Kiss Me Once, das ist so ein Buch, das haben viele gefeiert und mir hat es tatsächlich nicht gefallen. Entweder, weil ich einfach... Es war mir einfach wirklich, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, irgendwie war es mir zu kindlich. Also der Protagonist hat mir nicht gefallen, die Protagonistin fand ich einfach ziemlich kindisch. Sie hat in vielen Situationen irgendwie so reagiert, was mich irgendwie genervt hat, statt einfach irgendwie miteinander zu sprechen. Und ja, das konnte mich leider deshalb nicht ganz überzeugen. Genauso wie Falling Fast, das war auch eine Reihe, die hat mir leider, leider gar nicht gefallen. Ich finde, das Thema, was darin aufgegriffen wurde, eigentlich sehr wichtig, aber irgendwie... kam es für mich nicht so richtig rüber, dass das Thema wirklich gut auch behandelt wurde. Im zweiten Teil wurde auf den ersten Seiten so viel einfach abgefrühstückt, sag ich mal, ohne wirklich näher darauf einzugehen und das hätte es auf jeden Fall gebraucht. Von daher nicht meine Lieblingsreihe von der Autorin, obwohl ich ja Biancas Bücher wirklich liebe eigentlich. I Knew You Were Trouble, das ist auch ein Buch, das steht hier wirklich schon seit einigen Jahren und hat mir damals auch sehr gut gefallen. Ich glaube, hier geht es so um einen... Ja, genau. Ja, das ist irgendwie auch so ein Bad Boy-Buch einfach, aber fand ich damals auf jeden Fall sehr cool. Unser Platz in dieser Welt von Luisa Strunk hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Das ist ein LGBTQ-Buch. Hier geht es um zwei Mädels. Und ja, ich glaube, die Autorin hat da einfach so ein bisschen auch ihre eigenen Erfahrungen reingebracht. Es ist deshalb auch eben ein Own-Voice-Buch und kann ich wirklich nur empfehlen. Und dann haben wir hier noch den fünften Teil von der Again-Reihe, Dream Again. Ebenfalls eins meiner, also ein Teil von meinen Liebsten aus der Reihe, also der dritte und der fünfte gehören auf jeden Fall zu meinen Lieblingsteilen und kann ich nur empfehlen. Dann haben wir hier zweimal einen Trank, einmal der Snowball-Trank. Ich finde die einfach so wunderschön mit dem Glitzer drin und so. Und dann einmal noch den Galaxy-Trank, der ist auch eben wirklich, wirklich schön. Die sind beide von Anera Candles. Da kann ich euch in meiner in der Infobox auch mal gerne den Code hinschreiben, den ich da habe. Da könnt ihr 10% nämlich sparen. Dann rutschen wir mal weiter. So. Dann haben wir hier Love Lyrics. Das habe ich erst, ich weiß gar nicht, wann ich das gelesen habe, im Dezember oder so. Und ebenfalls ein Buch, das mich vom Cover her nicht wirklich angesprochen hat, das aber dann vom Inhalt wirklich, wirklich gut war. Also wenn ihr auf Rockstar-Geschichten steht, dann schaut euch das Buch auf jeden Fall mal an. Dann haben wir hier wieder ein englisches, You Should See Me in a Crown. Das hat mir auch sehr gut gefallen, war auf jeden Fall mal ein bisschen was anderes. Geht eben um Prom und die Gewinnerin bekommt eben ein Stipendium und die Protagonistin braucht das eben unbedingt. Und auf dem Weg dahin passieren eben einige Dinge, mit denen sie vielleicht nicht so gerechnet hat. Wolkenschloss von Kerstin Gier, ein Buch mit einem wunderschönen Cover. Ich liebe es wirklich sehr. Das Buch hat mir so lala gefallen. Ich fand, es war okay. Es war definitiv nicht so gut wie die Rubinrot-Reihe oder die Edelstein-Trilogie eben. Aber ja, es war auf jeden Fall ein Wohlfühlbuch und kann ich empfehlen. Aber es ist jetzt, also meine Erwartung war da einfach ein bisschen zu hoch, glaube ich. Dann haben wir hier Secret Souls von der lieben Kira. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Das ist auch schon eine Weile her, dass ich es gelesen habe. Es ist auf jeden Fall ein Fantasy-Buch und wenn ihr Fantasy mögt, schaut es euch auf jeden Fall mal an.
Dann haben wir hier Light Up the Sky. Das ist, glaube ich, der zweite Teil, oder dann von dieser Reihe? Genau, der erste Teil ist Bring Down the Stars. Und ja, mir hat diese Reihe unglaublich gut gefallen, wirklich um einiges besser als die All-In-Reihe von der Autorin. Ich fand, es war wirklich sehr emotional, es war wirklich alles irgendwie mit drin. Man hat mitgefühlt, man hat mitgelitten und ja, einfach wirklich toll. Und wenn ihr den ersten Teil lest, kann ich euch nur raten, den zweiten Teil wirklich griffbereit zu haben, weil das Ende ist wirklich mies und man möchte direkt weiterlesen. Das kann ich euch versprechen. True Love, ebenfalls von Miranda J. Fox, hat mir auch ganz gut gefallen. Das, genau, da fand ich eine Sache, die vorkam, nicht ganz so gut, weil es eben so ein bisschen in die Fantasy-Richtung ging und damit habe ich einfach gar nicht gerechnet. Und das ist eigentlich auch nicht das, was die Autorin schreibt, deshalb war ich da so ein bisschen, fand ich nicht ganz so gut. Aber ja, sonst war es trotzdem schön vom Schreibstil und so hat es mir wieder wirklich, wirklich gut gefallen. Und das letzte Buch, das wir hier noch haben, hier ist Autobiography. Und da fand ich dieses Cover einfach unglaublich schön und musste dieses Buch einfach besitzen. Ich habe es auch direkt gelesen. Es ist ebenfalls ein LGBTQ-Buch und auf Englisch, falls ich das nicht gerade schon gesagt habe. Und es geht hier auch so ein bisschen um die Mormonen und um, ja, erste Liebe, sag ich mal. Und es hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Es ist wirklich viel Text gewesen eigentlich, aber es lohnt sich wirklich, das mal anzuschauen. Und das war auch schon wieder der dritte Teil von meiner Bookshelf-Tour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer in die Kommentare, ob ihr vielleicht ein Buch davon schon kennt oder wie es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder oder beim nächsten Teil von meiner Bookshelf-Tour. Wir werden sehen. Und bis dahin, macht's gut!